Die Mülldeponie des Zweckverbands Abfallwirtschaft Region Trier liegt unscheinbar zwischen Mertesdorf und Fell. Der Verband plant dort in den nächsten Jahren 50 Millionen Euro zu investieren. Das Geld fließt unter anderem in die Neugestaltung des Eingangsbereichs. Dort soll der Ablauf effizienter gemacht werden. Verbandsdirektor Maximilian Monzel erklärt, was geplant ist. Der Eingangsbereich wird erweitert. Wer in der jüngsten Vergangenheit zu uns gekommen ist, hat schon gesehen, dass da einige Baufirmen unterwegs sind. Es wird zwei Eingangs- und zwei Ausgangswagen zukünftig geben, einfach aus Gründen, um die Kunden schneller und effizienter abwickeln zu können und auch Rückstaus bis hinten zum Kreisel hoch zu vermeiden. Diese Investition von 3 Millionen Euro läuft aktuell, ist beauftragt. Wir gehen davon aus, dass sobald das Wetter auf ist, also März, April, die Baumaßnahmen laufen. Am Eingang entsteht auch ein modernes Betriebsgebäude mit Umkleideräumen, Duschen und Büros. Sehr schnell soll auch der Ausbau der Mülltrocknungsanlage vonstatten gehen. Es fließt auch Geld in neue Sortiertechnik. Monzel erläutert die wirtschaftlichen Hintergründe. Wir arbeiten mit mehreren Büros zusammen und haben alles in allem, vom Tiefbau über den Hallenbau bis hin zur Anlagentechnik, 17 Millionen jetzt beauftragt. Wir sehen einer Realisierung des Vorhabens schon bis März nächsten Jahres entgegen, weil die Zeit läuft. Die Kosten laufen uns weg und wir müssen schnell agieren, um hier dieser Entwicklung im Verbrennungsmarkt entgegenzuwirken. Heute übernehmen wir hier am Standort in Mertesdorf in der Trocknungsanlage die Abfälle, 120.000 Jahrestonnen, und trocknen die. Das heißt, der Müll reduziert sich in einer Woche um mehr als ein Drittel und erhöht sich auch im Heizwert. Das hat in der Vergangenheit wunderbare Erfolge gebracht und wir haben dieses Material als Ersatzbrennstoff in Kraftwerke geliefert. In jüngster Vergangenheit laufen uns aber da die Kosten weg. Wir zahlen im Moment im Jahr 8 Millionen mehr für das Abgeben dieser Brennstoffe. Das ist eine Entwicklung, die wir nicht akzeptieren wollen und da mussten wir uns was einfallen lassen. Und deswegen haben wir jetzt in eine weitere Aufbereitung dieses getrockneten Materials investiert. Weitere 23 Millionen Euro gibt der ART in den kommenden Jahren für die Sanierung der Mülldeponie aus. Also wir gehen davon aus, dass wir für Mertesdorf im Moment 23 Millionen Euro in den nächsten 6 Jahren verbauen werden und dass wir dann spätestens 2023, 2024 hier eine Deponie haben, die bis auf einen Deponieabschnitt, der bleibt offen, auch Planungen nach jetzigem Abfallaufkommen bis 2043. Ansonsten sollen alle Altabschnitte bis dahin abgeschlossen, Oberflächen abgedichtet, saniert, auch profiliert werden. Dabei baut der Zweckverband auch Material aus einer stillgelegten Mülldeponie in Saarburg ein. Insgesamt 300.000 Kubikmeter alter Abfall sollen von dort nach Mertesdorf gebracht werden. Der Trier-Saarburger Landrat Günter Schatz weiß, wie es bei diesem Projekt weitergeht und wie viel es kostet. Wir hoffen, dass im Sommer die Umlagerung starten kann. Das Ganze liegt bei der SGD Nord zur Genehmigung und die Genehmigung steht noch aus. Und dann gehen wir davon aus, wenn wir starten können, circa 2 Jahre und hoffen, dass wir dann auch das alles in dieser Reihe hinbekommen. Wir gehen von Kosten von circa 18 Millionen Euro aus.